denn gesagt? Kein Geburtstag, hm? Ich habe ihn ja noch nicht einmal richtig gratuliert. Ich habe sie noch bekommen. Ah. Wissen Sie, wie ich mich freue? Dann habe ich Glück gehabt, dass Sie Glück gehabt haben. Sie wissen ja, wie ich mich freue, wenn Sie sich freuen. Ich dachte, Sie beide sind befreundet. Haben Sie sich zerstritten? Es ist wegen Angela. Angela? Jetzt müssen wir am Ende hinsagen, sonst ist der Dirigent eher an seinem Platz als wir. Wer ist denn Angela? Häppchen! Morgen. Wie? Guten Morgen, Herr Kollege. Ja, ganz meinerseits. Ich komme. Ja? Entschuldigen Sie bitte die späte Stunde, Herr Doktor. Ja, dann gehen Sie schon her, muss ich da unterschreiben. Bitte? Na, Telegramm? Ach so, das muss ich ja gar nicht quittieren. Ich bin nicht im Dienst, Herr Doktor. Natürlich sind Sie im Dienst, Sie tragen eine Uniform. Ich komme vom Dienst, da fingen ja die Schmerzen an. Ach so, ja. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich Sie bedauere? Na, haben Sie denn das Schild da unten nicht gelesen? Hab ich. Mhm. Erkennen Sie mich da nicht? Ich bin doch Patient bei Ihnen. Ja, das mag ja sein, mein lieber junger Herr... Kupke. Ja, das mag ja sein, mein lieber Herr Kupke, aber das berechtigt Sie doch noch lange nicht, mich zu nachtschlafender Zeit hier herauszuklingeln. Ich war ja schon früher da. Sie waren wahrscheinlich weggegangen. Ja, ich war nicht nur wahrscheinlich, sondern tatsächlich weggegangen. Und jetzt möchte ich wieder schlafen gehen. Ich weiß, es gibt ja schließlich einen Notdienst. Notdienst? Ich will nicht zum Notdienst, ich will zu Ihnen. Ja, ich habe das Schild gelesen, aber ich dachte, dass Sie vielleicht trotzdem... Na, also gut, dann kommen Sie mal hier und das Licht. Mal sehen. Na ja, dann müsste ich eine Fußbank haben und die habe ich nicht. Ist vielleicht so besser. Ja, das gefällt mir ja gar nicht. Das sieht ja aus, die Post der DDR, den heiligen Stomatologus anbetend. Ja, dann machen Sie mal den Mund auf. Ah. Ja, das sieht ja schlimm aus. Ja, was mache ich denn da mit Ihnen? Mir helfen, nicht wahr? Ja, schon, aber hier ist ja keine Praxis mehr. Ich kann Sie doch nicht mit Messer und Gabel kann ich Sie doch nicht behandeln. Mit Messer und Gabel? Das mache ich nur. Zum Notdienst gehen oder die Schmerzen aushalten und morgen gleich zu mir in die Poliklinik kommen. Aber am besten Sie gehen zu den Kollegen vom Notdienst und dann sind die Schmerzen sofort. Nein, zum Notdienst gehe ich nicht. Da warte ich lieber bis morgen. Na gut, das ist also Ihre Entscheidung, Herr Kupke. Gut. Ja, haben Sie Tabletten zu Hause? Hab. Ja. Ich glaube nicht, wenn ich mich nicht irre. Also Moment. Also wie gesagt, Sie kommen dann morgen gleich in die Poliklinik, klopfen gleich an meine Sprechzimmertür. Ja, bitte. Sind Sie so freundlich. Ja, nehmen Sie nur eine Tablette und nach 20 Minuten, wenn die Schmerzen nicht nachlassen sollten, die zweite. Und trinken Sie kein Bier oder Schnaps dazu, sonst entschwinden Sie in unkontrollierbare Regionen. Ich bin Ihnen ja so dankbar, Herr Doktor. Ja, und, ach ja, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ja, als ehrlicher Mensch kann ich Ihnen diesen frommen Wunsch nicht einmal erwidern. Guten Morgen. Bitte schön, Herr Opitz. Nanu, Sie bringen mir Ihr vollen Hausschild wieder. Ja. Warum? Gefällt dem Doktor meine Arbeit nicht? Ach, mein lieber Herr Opitz, muss ich denn betonen, wie hoch der Doktor Ihre Arbeit einschätzt?
Sie wissen doch genau, er hätte sie liebend gern behalten. Naja, liebend gern. Eine Änderung also? Ja, die Klammer um den Sechser fällt weg. Schade, es gab einen guten Halt. Ja, der Doktor hätte den Sechser auch gerne erhalten, aber eine der Wurzeln war veraltet. Hat er was gesagt, ob die Klammer verlegt werden soll oder soll sie ganz wegfallen? Ach, das weiß ich jetzt gar nicht. Da muss ich fragen. Lassen Sie mal, Häppchen, ich muss sowieso mit dem Doktor sprechen. Gut. Kann ich was mitnehmen? Ja, das wäre fertig und das hier zur Bissnahme. Ach, was denn? Die Bissnahme ist schon fertig? Ach, Herr Opitz, Sie sind ein Zauberer. Da wird sich der Doktor aber freuen. Ach, Moment. Kleiner Augenblick, bitte. Fräulein Happenmeier. Ja? Da Sie eigentlich noch keiner so richtig am neuen Arbeitsort begrüßt hat und willkommen geheißen hat, da dachte ich mir, also, naja, also die sind für Sie. Ach, Herr Opitz, ja. Die schönen Blumen. Wie soll ich denn das verstehen? Ja, Wasser, die müssen natürlich ins Wasser. Ja. Ja, ich nehme an, Sie mögen solche Blumen. Oh ja, doch, ja, sehr. Ach ja, und bei Gelegenheit möchte ich Ihnen noch meine neue Praktikantin vorstellen, Frau Monika Heuter. Aber das müssen Sie doch nicht, wir sind doch hier in einer Poliklinik. Ja. Die Blumen sind wirklich schön, Herr Opitz. Ja. Ich bestehe aber darauf, weil ein enger Kontakt zum Stomatologen ist wichtig für eine gute Arbeit. Mhm. Dann haben Sie also in unserer gemeinsamen Zeit Ihre Meinung geändert, wie schön. Ja, aber bitte sagen Sie nichts dem Doktor. Na, wo werde ich? Dann ist er noch stolz drauf. Was? Also, vielen Dank für den schönen Morgen, Herr Opitz. Ja. Bitte. Danke. Blumen. Hätten Sie mal eine Vase für mich, leihweise? Natürlich, ich hole Ihnen eine. Oh, danke. Das sieht ja aus wie im Interhotel. Ja? Ja. Guten Morgen, die Damen. Guten Morgen. Na du, bin ich denn der einzige Mann hier? Bitte Platz zu nehmen. Danke. Na bitte. Wie in alten Zeiten. Ja. Danke. Nur Sabine fehlt. Ja. Und der Zucker. Wieso? Nehmen Sie denn jetzt welchen? Natürlich nicht. Schon wieder. Sabine ist am Wochenende wieder nicht nach Hause gekommen. Das kann ja nur auf eine der bekannten Ursachen zurückzuführen sein. Schlafsucht oder Tschibulka, was ja beides mit Bett zu tun hat. Probieren Sie mal die Konfitüre, die ist ganz ausgezeichnet. Und dass Sie selbst der Grund sein könnten, weshalb sie nicht kommt, das schließen Sie aus, hm? Häppchen, aber nun. Höchstens der Bergwäsche, der mal dran wäre. Da hat uns mal Sabine gemacht. Oh, Doktor, wenn ich Ihnen da helfen könnte? Zu spät. Habe alles in die Wäscherei gegeben. Die Eier sind noch warm. Naja, aber so richtig frisch gekocht waren sie doch besser. Die Kollegen frühstücken wohl nicht, ne? Häppchen, was sage ich immer? Die Ruhe und Gemütlichkeit eines schönen Frühstücks. Entschädigt für die Hektik eines ganzen Tages. Richtig, richtig. Haben Sie keine Zeitung da? Aber Doktor, doch nicht beim Essen. Ist Frau Dr. Schwedler hier? Nein, die kommt heute nicht. Das Kind ist krank. Ah, danke schön. Bitte. Ist sie bei Frau Dr. Schwedler? Nein, sie hat die neue. Dann ist irgendwas los. Herr Dr. Wittkugel, na? Ob Sie bitte mal kommen könnten. Die Kollegen hätten Sie gern um Rat gefragt. Vielleicht können Sie helfen. Es gibt da gewisse Schwierigkeiten. Ja, na, da muss ich wohl. Häppchen, ich muss leider die Trümmer des Mahles Ihnen überlassen. Sie sehen ja, mit der Ruhe ist es vorbei. Da gehen ja lauter Ärzte rein. Da ist bestimmt was passiert. Da wird einer 32 Zähne im Mund haben. Die habe ich auch. Aber nicht in einer Reihe.
Na bitte, von wegen verkracht. Er ist ledig, sie ist ledig. Wenn die nichts miteinander haben, stecke ich mir die nächste Abdruckmasse selber im Mund. Das besagt gar nichts. Sie sitzen sich doch. Das soll er bloß tarnen. Warum bekommt die Patientin weiße Kittel an? Das ist doch die Ärztin. Wenn aber auch jede Wurzel wie ein Widerhaken im Kiefer sitzt, mit einer halben Stunde sind Sie bei der Operation noch sehr gut in der Zeit. Na, Herr Kupke? Ja? Bitte, kommen Sie. Herr Kupke, wo wollen Sie denn hin? Ich wurde eben aufgerufen. Ach Quatsch, was haben wir beide denn ausgemacht? Kommen Sie. In der Anmeldung hieß es, ich habe doch meinen Vorausweis dort abgegeben. Na, hören Sie mal, Herr Kollege. Häppchen! Ich komme. Besorgen Sie doch bitte Karte und Ausweis von Herrn Kupke. Kommen Sie, Herr Kupke. Na, hören Sie mal. Das können Sie mit mir nicht machen. Na, das sehen Sie doch. Na los, Kupke, kommen Sie. So, die Anmeldung? Das erledigt Häppchen. Sagen Sie mal, sind in Ihrer Familie schon mal Zähne mit Wurzeln wie Angelhaken vorgekommen? Verstehen Sie? Nicht, dass ich wüsste. Na also. Das ist doch der Gipfel. Auch diese Operation erledigt hat, dann hat er noch lange nicht das Recht. Ich lasse mir das nicht gefallen. Ich brauche die Karte und den SV-Ausweis. Wie war die Nacht? Mir waren ja nicht die 7 Zwerge verschwunden. Wieso denn das? Das waren doch Bergleute. Heute Nacht müssen die alle bei mir am Oberkiefer rumgehämmert haben. Und überhaupt nicht geschlafen. Haben denn die Tabletten gar nicht geholfen? Doch. Okay. Ein bisschen muss ich da noch eingeschlafen sein, so. Ja. Morgen. Ja, um von den 7 Zwergen zu träumen, wa? Darf ich mal? Naja, wir müssen den Abszess spalten. Naja. Ja, dann werden wir die Klappen mal wieder rauslassen, ne? Wäre doch schade um den deutschen Märchenschatz, wenn sie nicht wieder zum Vorschein kämen. So. So. Moment. So. Hat's nur betäubt. So. Jetzt piekt's ein bisschen, aber das ist wirklich nur ein Moment. Das ist schon gut. Ist schon gut. Naja, da marschieren die kleinen Herren ja schon. Immer nach dem Motto. Wer hat an meinem Zähnchen gehämmert, hä? Ja. Gleich gut, Herr Kupke. Was war denn los draußen? Das möchte ich jetzt lieber nicht erzählen. Soll das heißen, dass Sie mich im Dunkeln lassen wollen? Dass ich es Ihnen sagen werde, wenn Herr Kupke raus ist. So schlimm also. Mhm. So, nochmal versuchen, ja. Schön. Danke. So. Na sehen Sie, Herr Kupke, die Sache hat Luft und nun sieht die Welt doch gleich wieder etwas besser aus, nicht wahr? Das kann man auch wohl sagen. Ja. Was machen Sie eigentlich bei der Post? Zurzeit Schalterdienst. Ja, dann lassen Sie von Häppchen mal einen Termin geben. Kommen Sie, Herr Kupke. Der Termin steht drauf, ja? Und zu Hause gründlich spülen, Herr Kupke, ja? Naja, Sie wissen ja Bescheid. Auf Wiedersehen, Herr Kupke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Ich bin ja gleich wieder da. Frau Dr. Post ist wohl... Beim Oberarzt. Ach so, ja, naja, dann... dann hat sie es ja übrig, ja. Ja? Ich würde sagen, eins rauf mit Mappe. Sie gehen wenigstens rechtzeitig zum Zahnarzt. Ich habe eigentlich keine Schmerzen, aber ich bleibe da immer mit der Zunge hängen. Ach, und plädieren Sie das gerade für Damen so wichtige Organ? Naja, na wie ist es? Wollen Sie einen Termin? Ich kann die Kleinigkeit auch sofort erledigen. Na dann lieber sofort. Ja gut, dann muss ich etwas bohren. Lokalanästhesie? Nein, es ist doch nicht nötig, ist ja nur eine Winzigkeit. Spritzen können wir dann immer noch, nicht? Sie sind ja eine mutige Dame. Naja, also, das ist Karies im allerersten Anfangsstadium. Sobald Sie etwas spüren, dann melden Sie sich, ja?
Amalgam. Ja, bitte. Ja. Jetzt weiß ich auch, woher ich Sie kenne. Oh. Und zwar sehr gut kenne. Nicht lachen beim Zahnarzt, hat man nichts zum Lachen. Ja. Sie sind die reizende Mutter vom reizenden Zubeißer, Udo. Ich darf bitte mal aussprechen. Ja. Na, sehen Sie. War schlimm? Oh. Nein, ne? Nicht weiter. Wie sitzt denn dem Udo? Gut, er geht jetzt von der Schule aus zur Jugendzahnpflege. Es war gar nicht so einfach, zu Ihnen vorzudringen. Wieso denn das? Die in der Anmeldung wollten mich nicht hierher lassen. Ach so. Ich will zu einem guten Zahnarzt und Dr. Wittkugel ist ein guter Zahnarzt. Ja, jedenfalls habe ich mich durchgesetzt. Naja, das ist ja sehr schmeichelhaft für mich, aber ich garantiere Ihnen, bei jedem anderen Kollegen wären Sie genauso gut behandelt worden. So. Ja. Noch bitte? Hm. Verschwender. Danke. Reicht es? Ja, es reicht. So. Na. Sehen Sie, die ganze Angelegenheit schon erledigt. Mal zubeißen. So, na ja. Und das war's auch schon. Es mag ja sein, dass ich bei jedem anderen Kollegen auch so gut behandelt werden würde, aber wozu soll ich ein Risiko eingehen? Bei Ihnen weiß ich ja, woran ich bin. Das kann ich Ihnen schriftlich geben, wenn Sie wollen. Na, ich will nicht, aber wenn Sie es machen, dann, und es gefällt mir, dann hänge ich mir das Ding eingerahmt an den Schreibtisch. Ja? Muss ich nochmal wiederkommen? Nein, das ist nicht nötig. Bitte schön. Dankeschön. Und grüßen Sie unseren Udo. Das mache ich. Vielen Dank, Herr Doktor. Wiedersehen. Ja. Aber es wäre doch wieder mal schön, nicht wahr? Ja, sicher. Aber da du bei mir immer verloren hast, frage ich mich, warum du das gerade heute brauchst. Ja, das ist noch nicht raus. Und es gibt keinen anderen Grund. Den du mir also heute Abend erzählen willst. Na gut, um 8 bei mir. Mit dem besonderen Grund. Oswald, es gibt keinen besonderen... Oswald? Na, wie geht's dir denn nun so, hm? Frage. Mies natürlich. Natürlich. Hast du schon mal ein Rennpferd vor einen Ackerwagen gespannt? Ach, du bist also das Rennpferd. Und das Ärztekollektiv ist der Ackerwagen. Ich habe ja nur nach einem Bild aus deiner Lebenssphäre gesucht, nicht wahr? Um auszudrücken, dass du dich in kein Kollektiv einfügen kannst? Nicht nötig. Ich kenne dich schließlich, mein Lieber. Ja. Besser als du dich selbst. Ja, ja. Natürlich. Jetzt wirst du gleich wieder anfangen. Mein alter Freund Alexander, der unverbesserliche Individualist und Choleriker. Streithammel und Egozentriker, ne? Und du solltest besser auf deine Dame aufpassen. Es könnte nämlich durchaus sein, es kommt ein anderer und vereinnahmt sie. Ach, du sprichst von meinem guten Häppchen? Moment. So einen Ausspruch muss man bei dir sofort schriftlich festhalten. Später wirst du nämlich behaupten, so etwas nie gesagt zu haben. Soll das etwa heißen, dass ich jemals mein Wort nicht gehalten habe? Fortwährend. Ach, tatsächlich. Na, weiß ich. Unterschreiben. Ach, Quatsch. Jetzt bloß wieder vom Spiel ablenken. Ich habe übrigens nicht Häppchen gemeint, sondern die Dame auf dem Brett. Die steht nämlich im Garten. Ach nee, Na deine ja auch. Wieso? Ja, es geht wohl auf einen Abtausch raus, nicht wahr? Übrigens, warum wollen wir die Dame nicht überhaupt aus dem Verkehr ziehen? Ne? Tja, was nun, Oswald? Prost. Das ist doch nicht zu sagen. Wieder mal ein Griff in deine... unerschöpfliche Trickkiste. Gardi. Kannst du nicht einmal großmütig sein, hä? Warum? Na, etwas Nachsicht mit dem Schwächeren, das stünde dir ja gut zu Gesicht.
Wenn du dir einige Mühe gibst, kann es doch gar nicht so schwer sein. Wie heißt es so schön? Ein gutes Kollektiv ist eine nachsichtige Mutter. Nachsicht? Was soll denn das nun wieder? Ich mache meine Arbeit und die gut, also. Es ist kaum zu verstehen, dass Häppchen wieder mit dir arbeitet. Was gibt's denn da nicht zu verstehen? Ich brauche Häppchen. Und Häppchen braucht mich. Das ist alles. Über Häppchen brauchen wir also deiner Meinung nach nicht zu reden. So ist es. Und noch nicht über Dr. Post. Gabi. So leicht wirst du mich nicht außer Gefecht setzen. Natürlich musst du mit deiner Kollegin ins Reine kommen. Das war ein reines Missverständnis. Und Dr. Post hat bestimmt eingesehen, dass ich recht hatte. Du hast sie regelrecht rausgeschmissen. Ach, das war doch nicht heute. Sie hätte dich dafür vor die Konfliktkommission bringen können. Sehr großzügig von deiner Kollegin, dass sie das nicht getan hat. Du meinst also, ich muss mich entschuldigen? Das musst du. Naja, da gibt's ja noch ein paar Unstimmigkeiten mit den Kollegen. Auch noch. Nichts Ernstes natürlich, eben bloß so, Missverständnisse, wie es eben unter Kollegen vorkommt. Ich finde, du bist durchaus nicht gesetzlich verpflichtet, dich mit allen Kollegen anzulegen. Schach. Und mal. Ja, unumstößlich. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, du würdest mir einen Rat geben. Wieso? Na, wie ich diese Unstimmigkeiten aus der Welt schaffen könnte. Aha. Nicht so brutal direkt, verstehst du, sondern mehr so en passant, weißt du. En passant? Ja. Du musst doch sowieso noch deinen Einstand in der Poliklinik geben. Gib deinen Leuten eine kleine Feier. Dann merkt keiner, dass du um Gutwetter bitten willst, ne? Donnerwetter, Oswald, du hast gewonnen. Tja. Ich meine natürlich die Partie. Ja, die auch. Schön, dich zum Freund zu haben, Oswald. Auf dein Wohl. Und auf Sabine. Platte rumdrehen. Ach, lass doch die Platte. Lass das, Jürgen, bitte. Warum denn? Mir ist nicht so. Was ist denn bloß los mit dir? Ach, nichts. Gar nichts. Du. Frauen, die so sprunghaft sind, die kriegen ein Kind. So? Ist es etwa so? Geht es dich etwas an? Du, das will ich doch schwer hoffen. Warum bist du einfach aufgetaucht? Unangemeldet. Ich dachte, dass es dich freut. Ich liebe es nun mal, nicht kontrolliert zu werden. Ich bin mein Leben lang kontrolliert worden. Eigentlich bin ich nur gekommen, um dich nach Hause zu holen. Du, ich hätte dich gar nicht erst gehen lassen dürfen. Deine Anstrengungen, mich zu halten, waren ziemlich dürftig. Du, lass. Ist doch sowieso für deine Wirtin. Hallo? Bei Verdi?
ist es. Ja, danke, ganz gut. Ich habe lange nicht geschrieben. Ich hatte keine Zeit. Ich habe doch Zwischenprüfungen. Ich muss noch furchtbar ackern. Du hast wohl Besuch, nicht wahr? Na, da habe ich ja richtig vermutet. Das ist ja eine merkwürdige Zwischenprüfung, die du da machst. Wer es ist, das darf ich wohl nicht fragen, nicht? Dann, gut, ich frage ja auch. Ich frage ja auch gar nicht. Eine Einstandsparty? Sabine, ich kann doch nicht einfach eine Kekschachtel hinstellen und eine Kanne Tee. Ob das nötig ist oder nicht. Ich habe meine Gründe dafür. Ja, natürlich habe ich Häppchen. Gott sei Dank. Naja, ich merke schon, dass ich mit meiner Tochter nicht rechnen kann. Ja. Ja, tschüss. Und halt die Ohren steif. Warum hast du deinem Vater nicht gesagt, dass ich hier bin? Warum bist du schon angezogen? Naja, wenn ich jetzt losgehe, da kriege ich einen Zug früher. Nun sei doch nicht sauer. Du, sauer ist nicht der richtige Ausdruck. Ich bin enttäuscht. Du willst wirklich fahren? Ja. Warte noch einen Moment. Ich bring dich wenigstens zum Bahnhof. Du, das ist nicht nötig. Naja, von mir aus, wenn du unbedingt willst. Ich will. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Das ist der zweite Satz. Mein Auto streikt, ja. Das wisst ihr, wie das ist. Wenn man ein Taxi braucht, dann ist es gerade nicht da. Naja, viel haben sie nicht versäumt. Der erste Satz ging an Müller. Ja? Einzelpraxis und Poliklinik? Kleiner Unterschied, was? Sagen Sie doch lieber gleich, Sie würden mich lieber heute als morgen loswerden. War eine schöne Rückhand. Sie meinen? Ich meine eine Rückhand von Kowalski. Mhm. So, und jetzt wird's spannend. Ja, das glaube ich auch. Vor allem, wenn Sie mir sagen, warum Sie mich hierher gelockt haben. Psst, komm, wir gehen da hoch. Wir kriegen mal Ärger. Man darf ja nicht so laut reden. Spiel, Herr Müller. Ich dachte, Sie interessieren sich für Tennis. Ein wenig. Aha. Jetzt geht's weiter. Das Spiel und die Standpauke. Also, warum haben Sie mich hergelotst? Naja, ich wollte Sie nicht zu mir bitten. Das kriegt dann immer gleich so einen offiziellen Anstrich. Aber Sie sollen da einen Patienten weggefangen haben. Hätte gern mal Ihre Version gehört. Also von weggefangen kann gar keine Rede sein. Er ist mein Patient. Also ein Missverständnis. Ja. Obwohl? Naja, in einer Klinik ist das ein bisschen anders als in einer Einzelpraxis. Patient bleibt Patient. Grundsätzlich nur. Dann sind wir uns also einig. Im Prinzip. Kommt ein Patient zum ersten Mal, entscheidet die Anmeldung zu welchem Kollegen, also nach Maßgabe der Belastung. Eine laufende Behandlung darf nicht unterbrochen werden, es sei denn, der Patient wünscht, den behandelnden Arzt zu wechseln. Dann sind wir uns hier einig. Herr Kupke ist eine laufende Behandlung. Er gehört unter mein Messer. Da bin ich aber beruhigt. Geht noch was trinken? Ja. Steht denn sonst noch auf meinem Schuldkonto? Regeln wir das auch noch, sonst schmeckt mir das Bier nicht. Ich möchte Ihnen doch keine Verhaltensmaßregeln erteilen, Kollege Wittkugel. Frau Dr. Post, hat sich die Dame über mich beschwert? Natürlich nicht, aber
Mir liegt entscheidend an einem, guten Klima zwischen den Kollegen. Und außerdem, ich höre ja auch dies und jenes, nicht? Und das wäre? Nichts Direktes, nichts Bestimmtes. Auch in dem Falle selbstredend ein Missverständnis. Ich habe Frau Post gesagt, wie die Instrumente im Schrank liegen. Ist entscheidend, gewiss. Man muss blind hineingreifen können und hat das Gewünschte in der Hand. Sie sagen es. Ja, so ist es. Aber wenn Frau Post die Schicht nach Ihnen antritt, dann hat sie mit Sicherheit das Falsche in der Hand. Natürlich. Weil ich die Ordnung im Schrank haben will, die ich gewöhnt bin. Es wird sich eine Lösung finden. Ganz einfach sogar. Die jüngere Kollegin gewöhnt sich an meine Ordnung im Schrank. Oder soll ich mich bei der Kollegin Post entschuldigen? Entschuldigen Sie bitte. Ja, so soll ich wohl sagen. Was nehmen wir denn? Zwei Bier, ne? Zwei Bier. Mit Ihrer Rhinoceros-Schädel passt denn in dieses Gehäuse? Guten Abend, Herr Doktor. Verzeihen Sie, wenn ich Sie erschreckt habe. Oh, ich bitte Sie, ich bin es doch gewohnt, dass sich fremde Leute in meiner Wohnung aufhalten. Nein, ich kann das erklären. Ja, das hoffe ich für Sie, junger Freund. Ich wollte eigentlich nur die Schlüssel zurückgeben, die mir Sabine gegeben hatte. Und was weiter? Naja, hier sind noch ein paar Bücher, die mir gehören. Und da dachte ich, nimmst du einfach mit? Naja, ich hätte Ihre Wohnung natürlich nicht alleine betreten dürfen, das ist klar. War nun auch ganz froh, mich nicht anzutreffen. So brauchen Sie ja mit mir nicht über Sabine zu reden. Herr Dr. Sabine... Lassen Sie es gut sein. Eins und eins kann ich auch alleine zusammenzählen. Sie sind doch Kfz-Schlosser, Spezialität Wartburg, nicht wahr? Ja. Mein Wagen springt manchmal nicht an, der bräuchte eine kleine Durchsicht. Naja, wenn ich Ihnen helfen kann, Herr Doktor? Ja, das können Sie. Bringen Sie meinen Wagen in Ordnung und ich vergesse, dass Sie hier widerrechtlich eingedrungen sind. Ja, das geht doch in Ordnung, Herr Doktor. Mhm. Das mache ich ganz offiziell über meinen Meister. Ja, machen Sie nur gut. Und schnell. Ja, ja. Naja, dann gehe ich jetzt. Wiedersehen. Wiedersehen. Ist das Pferd eigentlich LPG-Mitglied? Im Prinzip ja. Fällt es dir? Dumme Frage, ausgezeichnet. Wie es dir geht, habe ich dich schon gefragt, ne? Ja, dreimal. Ich habe mitgezählt. Du hast aber nicht geantwortet. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da dahinter steckt. Das Haus hat gebrannt oder hat man dir die Lebensversicherung gekündigt? Ich frage dich ganz harmlos, wie es dir geht. Warum fragst du mich denn nicht dasselbe? Ja, warum tust du das denn nicht, ne? Weil ich die Antwort fürchte. Weißt du doch ganz genau. Oh. Dieser bist du nämlich reingefallen. Ist etwas sehr Erfreuliches für dich. Und da bin ich aber gespannt. Ja, das kannst du auch. Könnte ich nämlich einladen. Ja, das ist mir zu wenig. Na, kurz gesagt, zu einer Feier. Kurz gesagt, ist mir zu verschwommen. Wann denn?
Das weiß ich noch nicht genau. Ja, da würde es passen. Ah, du kommst also. Ja? Das weiß ich noch nicht. Eben hast du doch gesagt, es passt dir. Ja, sicher, aber ich weiß ja noch nicht, um was für eine Art Feier es sich handelt. Naja, der Gedanke stammt ja eigentlich von dir, ne? Dein Einstand? Ja, du sagst es. Also, du tickst wohl nicht richtig. Was hat denn ein einfacher Veterinär in einer Fete von Zahnärzten, von, pardon, Stomatologen zu suchen? Oswald, und wenn ich dich nun ganz herzlich bitte? Dann willst du was von mir. Und das wirst du mir jetzt gefälligst sagen. Zum Blindekuhspielen bin ich nämlich zu alt. Ja, weißt du, es ist so, die Frau Dr. Post, die wird da sein. Wie schön. Grüße von mir. Ja, danke. Naja, der Oberarzt machte da neulich so zarte Andeutungen, weißt du? Zarte Andeutungen? Ja, er meinte, ich müsste mich wohl bei Frau Dr. Post entschuldigen. Ein vornehmer Charakter. Ach, findest du ja? Ich kann dir das auch ohne Andeutung sagen. Du hast dich ihr gegenüber wie ein ungehobelter Klotz benommen. Und das ist noch zart ausgedrückt. Ach, dann siehst du das also ein. Ich? Was soll ich denn einsehen? Ja, dass du kommen musst. Alleine stehe ich doch so einen Gang nach Canossa nicht durch, Oswald. Im Entschuldigen, dann bin ich ein bisschen ungeübt, weißt du? Vielleicht mache ich alles auch bloß noch schlimmer. Aber wenn du mir hilfst... Na gut, ich komme. Danke, Oswald, danke. Bitte, bitte. Na komm. Ja, wieso denn? Reitest du da nicht mit? Nein, aber beim Reiten kann man gut mit sich selbst zu Rate gehen. Vielleicht hilft das. Danke, Oswald. Du bist wirklich ein richtiger Freund. Und ich frage mich, wer von euch beiden das Ross ist. So, so. Mal zumachen. Hm. Tut noch ein bisschen weh. Ja, das tut noch weh. Ja. Dann muss ich nochmal rausnehmen. Müssen wir es nochmal rausnehmen. So. So. Da müssen wir doch noch ein bisschen schleifen. Was? Sie wollen schleifen ohne Betäubung? Ach, das ist doch nur eine Kleinigkeit. Das ist nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm. Kommen Sie noch. Und da muss noch ein bisschen was wegnehmen. Dort. So. Naja, so ist es schon gut. Es steht übrigens fest, Sabine wird nicht kommen. Ja. Oh, schade. Ja. Die Prüfungen stehen bevor, nicht wahr? Und da. Und da hat sie für ihren Vater nicht einen Tag übrig? Ja, sozusagen ist es ja so. So, und Zumann? Ja, so. Mhm. Sie hängt in zwei Fächern, ja. Vor allem in Anatomie. Ja. Was erschrecken Sie denn? Sie sollen ja nicht seziert werden. Nicht wahr? So, also alles in Ordnung. Ja, jetzt nehmen wir es nochmal raus. Mhm. Setzen das Provisorium ein, damit es nicht so zieht. So. Denn das soll ja ein richtiges Schmuckstück werden. Nicht wahr? Und Meister Opitz gibt ja dann so erst den richtigen, letzten Schliff. So. Herr Opitz ist unser Zahntechniker. So. So, zumachen. So ist schön. Ja. Aber denken Sie daran, es ist ein Provisorium. Nicht? Das ist nur locker drin. So, eine Viertelstunde rufen wir Sie dann auf. Ja, ja. Dann komme ich also wieder rein. Ja, ganz recht. Ganz recht. Häppchen, ja. Glauben Sie, dass man für alle Leute, die auf dieser Etage arbeiten, für einen Abend in einem Restaurant Plätze bekommt? Wann? Ja, vielleicht am Sonnabend. Och, wir sind eine Weltstadt, da ist alles voll, ist ausgeschlossen. Ja, das habe ich mir doch schon gesagt. Hallo. Na, Wunder über Wunder, der Meister des Labors besucht den Folterstuhl. Guten Tag. Guten Tag. Tut es irgendwo weh? Nein. Es handelt sich um eine Betriebsbesichtigung und bei der Gelegenheit wollte ich... Guten Tag, Fräulein Heuter. Da haben Sie es aber gut getroffen. Eine Praktikantin, Herr Doktor. Oh, man kennt sich also schon. Lieber Opitz, soll diese Vorstellung bedeuten, dass Sie meine Arbeiten wiederum von einer Praktikantin ausführen lassen wollen? Mit Sicherheit. Und ich wollte es Ihnen diesmal vorher sagen. Fräulein Heuter, hier beweist sich, wie wir gearbeitet haben. Das ist übrigens der erfahrene Stomatologe Dr. Wittkugel und das... Ach, pardon. Habmeier. Na, nun ist ja genug Honig verteilt. Machen Sie nur alles so, wie Herr Opitz das lehrt, und dann werden wir auch schon in Frieden auskommen. Wie sind Sie denn untergebracht? Gut, im Internat. Ach, das ist für die anderen. Na ja, dann wollen wir mal wieder. Ach, wie war denn die Krone? Na, wie immer. Ausgezeichnet. Ach,
Herr Opitz, darf ich Sie bitten, die Krone gleich mitzunehmen? Aber gerne. Vielen Dank. Ach, Herr Opitz, darf ich Sie für Sonnabend zu einer kleinen Einstandsfeier einladen? Sonnabend? Mhm. Ja? Ja, gern. Danke. Wiedersehen. 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 Da will Opitz also wieder meine Arbeiten von einer Praktikantin ausführen lassen wollen. Am besten, das... wir machen jetzt weiter. Frau Opitz zur Bisskontrolle. Ja. Die Viertelstunde muss da schon um sein. Die ist schon um. Dann geh doch rein. Sie haben gesagt, Sie rufen auf. Du, ich halte es aber nicht mehr aus. Wieso? Die Krone habe ich doch. Ich wollte es dir aber nicht vor dem Zahnarztbesuch sagen. Warum nicht? Dann denkst du dein ganzes Leben lang an Zahnarzt, wenn ich dir es jetzt sage. Ja, was denn? Was hast du denn? Hab was verschluckt. Meine Krone. Krone? Ich sterbe. Unterstehen, ich brauchte meine Krone. Hast du sie wirklich verschluckt? Ich glaube. Vielleicht ist er nur runtergefallen. Kommen Sie bitte. Ja, gleich. Das heißt, ich habe... Na, geh doch. Ich musste Ihnen was sagen. Ja, später. Naja, es ist... Ich etwas hab... ungewohnte Mundigkeit. So. Nein, Thomas, ja, wollte... Dann aufmachen, bitte. Ja. Na nun. Wo haben Sie denn das Schmuckstück gelassen? Auf dem Gang. Was machst du denn draußen auf dem Gang? Reinholen. Ja. Elfie, kommst du mal bitte? Ach, das ist Ihr Schmuckstück. Das ist ja ganz reizend. Tja, wo haben Sie denn die Krone? Na, die hat doch Elfie verschluckt. Na, warum haben Sie sie nicht selber verschluckt? Das hätte auch passieren können. Wieso? Na, er hat sich so gefreut und da habe ich sie verschluckt. Na, ist ja logisch. Ja. Wobei denn verschluckt? Na, ach so, ja, danke, das reicht. Ist es denn nun sehr schlimm? Na, selbstverständlich. Ein Vergnügen am unrechten Ort hat seinen Preis. Bitte. Häppchen? Na, dann kommen Sie mal. Aufmachen. Darf ich Sie nach Hause fahren? Danke. Ja. Häppchen, was würden Sie denn empfehlen, was man so zu einer Einstandsfeier anbieten könnte? Na, Wein und Sekt. Aha. Und eine schöne Bowle. Und was Feines zum Knappern. Ja. Und vom Blech eine Pizza mit Pilzen zum Beispiel. Ja, das ist gut. Ich denke, Sabine kommt nicht nach Hause. Nein, sie hat so eine Art Prüfung. Na, dann können Sie es ja gar nicht bei sich machen. Nein. Häppchen, sagen Sie mal, wie gefällt Ihnen denn eigentlich Ihre Wohnung? Ja, ausgezeichnet. Warum fragen Sie? Doktor, Sie wollen doch nicht etwa Ihre Einstandsfeier in meiner Wohnung machen? Und Sie wollen wirklich in Ihre Einzelpraxis zurück? Gewiss, gewiss. Zum Wohl, zum Wohl. Haben Sie noch nicht mal daran gedacht, ganz bei uns zu bleiben? Für die Klinik wären Sie eine echte Bereicherung. Übernehmen Sie sich nicht, Herr Kollege. Ihre fachliche Qualifikation? Danke. Danke. Bei den Patienten sind Sie beliebt. Na, das zumindest ist relativ. Wie wahr?
Segen und Fluch liegen in unserem Beruf ganz dicht nebeneinander. Wissen Sie, für einen Numismatiker kann eine antike Münze ungeheuer berät sein. Ja, natürlich, ein erfahrener Sammler kann sich über die Münze mit der Vergangenheit bestens unterhalten. Ja, unter dem Aspekt könnte man einen Numismatiker mit vollem Recht vielleicht als einen Münzfernsprecher bezeichnen. Naja, wissen Sie, ich habe in meinem Besitz einen Tetradrachman. Ja, das ist eine antike griechische Münze. Die hat auf dem Avers hat die ein Bildnis, das ist die Rückseite, hat die ein Bildnis von der Pallas Athene. Und das Profil der Pallas Athene, das hat eine frappante Ähnlichkeit mit dem Profil von Frau Victoria. Also ich habe die Hoffnung noch immer nicht aufgegeben, sie umzustimmen. Vorsicht, Sie werden sich mit mir einen elenden Individualisten einkaufen. Wenn ich Sie so vor mir sehe, allein in dieser großen Wohnung. Na, da ist was dran. Ohne meine Tochter. Man könnte ein zweites Sprechzimmer. Ja, ich bräuchte eine kleinere Wohnung. Ich meine, nur theoretisch nicht mehr. Eine Doppelpraxis im Territorium. Der Gedanke ist genial. Moment, ich habe gesagt, man könnte. Man muss das aber im Auge behalten. Entschuldigung, ich müsste ein paar Worte mit unserem Gastgeber sprechen. Aber bitte klar. Danke sehr. Komm. Was ist denn? Komm, Alex, lass es blitzen. Dräng mich nicht so, ich liebe das nicht. Es hat doch noch Zeit. Mag sein, aber ich habe keine Zeit mehr. Ach so, ja, du musst ja frühzeitig weg. Aber nicht ohne vorher meinen Auftrag erfüllt zu haben. Also mein lieber Oswald, du bist mir ein lieber Gast. Und ich freue mich auch, dass du bei meiner kleinen Kollegenfeier da bist. Du hast doch keinerlei Häppchen! Das ist Häppchen, Sie haben mit Ihrer Pilzpizza die Krone des Abends verdient. Ja. Das Rezept kriege ich doch. Ich schreibe es Ihnen auf. Doktor, der Wein reicht nicht. Reicht nicht? Die saufen ja Gallonen. Ich gehe mal schnell und hole Nachschub, ja? Ja, Häppchen, ja, ja. Tja, na also, wenn du da weg musst. Oswald, nicht wahr? Halt, da drüben sitzt sie. Komm, da ist ja Opitz dabei. Na, umso besser. Ach, der Kollege Wittkugel. Ja. Also, ihr Fest ist wirklich gelungen. Und das Pilzessen einfach hervorragend. Tja, unser Häppchen ist einfach ein Universalgenie. Was kann sie nicht? Nein sagen. Tja, nicht wahr? Ja, es mag ein bisschen merkwürdig sein, wenn ich mich hier einmische, aber mein lieber Freund Alex wollte gerade über eine bestimmte Sache mit Ihnen sprechen. Ah ja? Na, du willst... Ich will Ihnen mal etwas sagen, Alex. Unterstellen wir einmal, mein Verhalten Ihnen gegenüber sei in der Vergangenheit nicht immer korrekt gewesen, also... Könnten Sie sich zu einer engeren Zusammenarbeit mit mir entschließen? Nicht so umständlich. Dann könnte ich mich zu einer Entschuldigung entschließen. Das ist überflüssig. Was? Ja, ich gehe nach Marzahn in eine Poliklinik. Zu einer Zusammenarbeit wird es also gar nicht kommen und eine Entschuldigung Ihrerseits ist nicht mehr nötig. Tja, eben. Obwohl, na eben, ja. Tja. Also da müssten wir beide ja ein Glas zusammentrinken, weil wir uns so schön vertragen haben, nicht wahr? Oswald, könntest du mal? Ach nein, du kannst ja nicht. Darf ich das übernehmen? Nein, danke. Mit Wein sieht es ja im Augenblick auch etwas knapp aus. Aber Bohle müsste ja noch in der Küche sein, nicht wahr? Entschuldigung, das Halbhole. Darf ich nur ein Häppchen holen? Ja, schon gut, mein Lieber, ich weiß. Ja. Sie wollen bloß mit mir ein bisschen über Häppchen reden. Ja, ich habe ja schon ein regelrechtes Häppchensyndrom. Ich auch. Finden Sie nicht, dass Sie sich für den Doktor regelrecht aufopfert?
Ja, sie hängt wohl sehr an ihm. Sehen Sie, und das reibt sie auf. Ja, sie müsste mal zur Kur. Ich meine, prophylaktisch meine ich, nicht wahr? Also, sie muss mal 4 Wochen raus aus dem Stress. Ach, mal nach Oberhofen, ins Neptun, aber, dorthin, wo es schön und ruhig ist. Aber Opitz, das macht sie nie. Denken Sie vielleicht, sie lässt den Doktor allein? Aber man muss ihr gut zureden. Ja, dann wollen Sie ausgerechnet mich als Verbündete gewinnen. Das dachte ich. Wissen Sie, was der Doktor sich erlaubt hat? Ja, aber Sie sind doch mit ihr befreundet. Ja, das und stimmt. Und der Doktor ist doch nicht Häppchen. Das denken Sie, mein lieber Opitz. So schön. Na, kommen Sie, wir trinken lieber. Ich komme. Hallo, Herr Opitz. Nanu, Alex. Ist dir die Entschuldigung so auf den Magen geschlagen? Was war das? Ich habe alle umgebracht. Aber Sie wissen es noch. Unsinn. In der Küche steht die Schüssel mit den Pilzabfällen. Denn Häppchen hat gesagt, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Wie ich da jetzt vorbeigehe, da liegen darin 2... Was war das? Die Pizza war vergiftet. Was müssen wir tun? Die dringliche medizinische rufen. Ich informiere alle hier. Vielleicht haben wir Brechen mit dem Haus. Bitte mal Musik aus. Und alle hier hören. Das bin ich. Was ist denn passiert? Pilzvergiftung. Aber das ist ja unmöglich. Na, dann kommen Sie mal. Keine Panik. Verhalten Sie sich ruhig, bis die Rettungswagen kommen. Bleiben Sie ruhig sitzen. Und möglichst nicht bewegen. Was ist denn hier los? Sie haben meine Gäste vergiftet. Schön. Was habe ich? Wir haben einen Giftpilz gefunden. Nein, ich habe ihn gefunden, nicht? Das ist ein Unsinn. Wieso denn Unsinn? Hier, ja. Alles fertig, machen zum Magen auspumpen. Moment, darf ich mal durch? Moment, bitte. Also die ganze Wohnung voller Doktoren und keiner kann logisch denken. Also so erstens, denn? Wenn Sie den Pilz gefunden haben, dann kann er ja nicht im Essen gewesen sein. Und zweitens, hier sind die Abfälle. Und das sind keine Satanspilze, sondern Ziegenlippen. Ach Doktor, Sie haben aber auch keinen Pilzverstand. Ja, das stimmt, die ganze Aufregung war umsonst. Na, Alex, bedank dich mal bei dem Namen. Ja, der Ma für das Schnur erscheinen. Ja, ja, ja. Na, kommen Sie, meine Herren. Na, gut, ja. Also nochmals besten Dank für die exzellente Bewertung an unsere schöne Gastgeber. Ach, Doktor. Und dir, lieber Alex, muss ich sagen. Na, jedenfalls ist es nie langweilig bei dir. Tschüss. Ach, Doktor, man kann sie auch nicht 5 Minuten allein lassen. Häppchen? Oh, Doktor. Was habe ich denn gesagt? Kein Geburtstag, hm? Sie noch bekommen. Ah. Wissen Sie, wie ich mich freue? Dann habe ich Glück gehabt, dass Sie Glück gehabt haben. Sie wissen ja, wie ich mich freue, wenn Sie sich freuen. Ich dachte, Sie beide sind befreundet. Haben Sie sich zerstritten? Es ist wegen Angela. Angela? Jetzt müssen wir am Ende ihn sagen, sonst ist der Dirigent eher an seinem Platz als wir. Wer ist denn Angela?
Morgen, Herr Kollege. Ja, ganz meinerseits. Ich komme. Ja? Entschuldigen Sie bitte die späte Stunde, Herr Doktor. Ja, dann gehen Sie schon her, muss ich dann unterschreiben. Bitte? Na, Telegramm? Ach so, das muss ich ja gar nicht quittieren. Ich bin nicht im Dienst, Herr Doktor. Natürlich sind Sie im Dienst, Sie tragen eine Uniform. Ich komme vom Dienst, da fingen ja die Schmerzen an. Ach so, ja. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich Sie bedauere? Na, haben Sie denn das Schild da unten nicht gelesen? Hab ich. Mhm. Erkennen Sie mich da nicht? Ich bin doch Patient bei Ihnen. Ja, das mag ja sein, mein lieber junger Herr... Kupke. Ja, das mag ja sein, mein lieber Herr Kupke, aber das berechtigt Sie doch noch lange nicht, mich zu nachtschlafender Zeit hier herauszuklingeln. Ich war ja schon früher da. Sie waren wahrscheinlich weggegangen. Ja, ich war nicht nur wahrscheinlich, sondern tatsächlich weggegangen. Und jetzt möchte ich wieder schlafen gehen, nicht wahr? Es gibt ja schließlich einen Notdienst. Notdienst? Ich will nicht zum Notdienst, ich will zu Ihnen. Ja, ich habe das Schild gelesen, aber ich dachte, dass Sie vielleicht trotzdem... Na, also gut, dann kommen Sie mal hier unter das Licht. Mal sehen. Naja, dann müsste ich eine Fußbank haben und die habe ich nicht. Ist vielleicht so besser. Ja, das gefällt mir ja gar nicht. Das sieht ja aus, die Post der DDR, den heiligen Stomatologus anbetend. Ja, dann machen Sie mal den Mund auf. Ja, das sieht ja schlimm aus. Ja, was mache ich denn da mit Ihnen? Mir helfen, nicht wahr? Ja, schon, aber hier ist ja keine Praxis mehr. Ich kann Sie doch nicht mit Messer und Gabel kann ich Sie doch nicht behandeln. Mit Messer und Gabel? Das mache ich nur. Zum Notdienst gehen oder die Schmerzen aushalten und morgen gleich zu mir in die Poliklinik kommen. Aber am besten Sie gehen zu den Kollegen vom Notdienst und dann sind die Schmerzen sofort. Nein, zum Notdienst gehe ich nicht. Da warte ich lieber bis morgen. Na gut, das ist also Ihre Entscheidung, Herr Kupke. Ja, haben Sie Tabletten zu Hause? Hab. Ja. Ich glaube nicht, wenn ich mich nicht irre. Also Moment. Also wie gesagt, Sie kommen dann morgen gleich in die Poliklinik, klopfen gleich an meine Sprechzimmertür. Ja, bitte. Sind Sie so freundlich. Ja, nehmen Sie nur eine Tablette und nach 20 Minuten, wenn die Schmerzen nicht nachlassen sollten, die zweite. Und trinken Sie kein Bier oder Schnaps dazu, sonst entschwinden Sie in unkontrollierbare Regionen. Ich bin Ihnen ja so dankbar, Herr Doktor. Ja, und, ach ja, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ja, als ehrlicher Mensch kann ich Ihnen diesen frommen Wunsch nicht einmal erwidern. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte schön, Herr Opitz. Nanu, Sie bringen mir Ihr vollen Hausschild wieder. Ja. Warum? Gefällt dem Doktor meine Arbeit nicht? Ach, mein lieber Herr Opitz, muss ich denn betonen, wie hoch der Doktor Ihre Arbeit einschätzt? Sie wissen doch genau, er hätte Sie liebend gern behalten. Naja, liebend gern. Eine Änderung also? Ja, die Klammer um den Sechser fällt weg. Schade. Es gab einen guten Halt. Ja, der Doktor hätte den Sechser auch gerne erhalten, aber eine der Wurzeln war veraltet. Hat er was gesagt, ob die Klammer verlegt werden soll oder soll sie ganz wegfallen? Ach, das weiß ich jetzt gar nicht. Da muss ich fragen. Lassen Sie mal, Häppchen, ich muss sowieso mit dem Doktor sprechen. Gut. Kann ich was mitnehmen? Ja, das wäre fertig und das hier zur Bissnahme. Ach, was denn? Die Bissnahme ist schon fertig? Ach, Herr Opitz, Sie sind ein Zauberer. Da wird sich der Doktor aber freuen. Ach, Moment. Kleinen Augenblick, bitte. Fräulein Happenmeier, ja? Da Sie eigentlich noch keiner so richtig am neuen Arbeitsort begrüßt hat und willkommen geheißen hat, da dachte ich mir, also, naja, also die sind für Sie. Ach, Herr Opitz, ja. Die schönen Blumen, wie soll ich denn das verstehen? Ja, Wasser, die müssen natürlich ins Wasser. Ja. Ja, ich nehme an, Sie mögen solche Blumen. Oh ja, doch, ja, sehr.
Ach ja, und bei Gelegenheit möchte ich Ihnen noch meine neue Praktikantin vorstellen. Frau Monika Heuter. Aber das müssen Sie doch nicht. Wir sind doch hier in einer Poliklinik. Ja. Die Blumen sind wirklich schön, Herr Opitz. Ja. Ich bestehe aber darauf, weil ein enger Kontakt zum Stomatologen ist wichtig für eine gute Arbeit. Mhm. Dann haben Sie also in unserer gemeinsamen Zeit Ihre Meinung geändert, wie schön. Ja, aber bitte sagen Sie nichts dem Doktor. Na, wo werde ich? Dann ist er noch stolz drauf. Was? Also, vielen Dank für den schönen Morgen, Herr Opitz. Ja. Bitte. Danke. Schönen Blumen. Hätten Sie mal eine Vase für mich, leihweise? Natürlich, ich hole Ihnen eine. Oh, danke. Das sieht ja aus wie im Interhotel. Ja? Ja. Guten Morgen, die Damen. Guten Morgen. Nanu, bin ich denn der einzige Mann hier? Bitte Platz zu nehmen. Danke. Na bitte. Wie in alten Zeiten. Ja. Danke. Ja, nur Sabine fehlt. Ja. Und der Zucker. Wieso? Nehmen Sie denn jetzt welchen? Natürlich nicht. Schon wieder. Sabine ist am Wochenende wieder nicht nach Hause gekommen. Das kann ja nur auf eine der bekannten Ursachen zurückzuführen sein. Schlafsucht oder Tschibulka, was ja beides mit Bett zu tun hat. Probieren Sie mal die Konfitüre, die ist ganz ausgezeichnet. Und dass Sie selbst der Grund sein könnten, weshalb sie nicht kommt, das schließen Sie aus, hm? Häppchen, aber nun. Höchstens der Bergwäsche, der mal dran wäre. Da hat uns mal Sabine gemacht. Oh, Doktor, wenn ich Ihnen da helfen könnte? Zu spät. Habe alles in die Wäscherei gegeben. Die Eier sind noch warm. Naja, aber so richtig frisch gekocht waren sie doch besser. Die Kollegen frühstücken wohl nicht, ne? Häppchen, was sag ich immer? Außerhalb. 30. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Das ist der zweite Satz. Mein Auto streikt, ja. Sie wissen ja, wie das ist. Wenn man ein Taxi braucht, dann ist es gerade nicht da. Naja, viel haben Sie nicht versäumt. Der erste Satz ging an Müller. Ja? Einzelpraxis und Poliklinik? Kleiner Unterschied, was? Sie sagen es doch lieber gleich. Sie würden mich lieber heute als morgen loswerden. Eine schöne Rückhand. Sie meinen? Ich meine eine Rückhand von Kowalski. Mhm. So, und jetzt wird's spannend. Ja, das glaube ich auch. Vor allem, wenn Sie mir sagen, warum Sie mich hierher gelockt haben. Psst, komm, wir gehen da hoch. Wir kriegen mal Ärger. Man darf ja nicht so laut reden. Spiel, Herr Müller. Ich dachte, Sie interessieren sich für Tennis. Ein wenig. Aha. Jetzt geht's weiter. Das Spiel und die Standpauke. Also, warum haben Sie mich hergelotst? Naja, ich wollte Sie nicht zu mir bitten. Das kriegt dann immer gleich so einen offiziellen Anstrich. Aber Sie sollen da einen Patienten weggefangen haben. Hätte gern mal Ihre Version gehört. Also von weggefangen kann gar keine Rede sein. Er ist mein Patient. Also ein Missverständnis. Ja. Obwohl? Naja, in einer Klinik ist das ein bisschen anders als in einer Einzelpraxis.
Patient bleibt Patient. Grundsätzlich ja. Dann sind wir uns also einig. Im Prinzip. Kommt ein Patient zum ersten Mal, entscheidet die Anmeldung, zu welchem Kollegen, also nach Maßgabe der Belastung. Eine laufende Behandlung darf nicht unterbrochen werden, es sei denn, der Patient wünscht, den behandelnden Arzt zu wechseln. Dann sind wir uns hier einig. Herr Kupke ist eine laufende Behandlung. Er gehört unter mein Messer. Da bin ich aber beruhigt. Geht noch was trinken? Ja. Was steht denn sonst noch auf meinem Schuldkonto? Regeln wir das auch noch, sonst schmeckt mir das Bier nicht. Ich möchte Ihnen doch keine Verhaltensmaßregeln erteilen, Kollege Wittkugel. Frau Dr. Post, hat sich die Dame über mich beschwert? Natürlich nicht, aber mir liegt entscheidend an einem guten Klima zwischen den Kollegen. Und außerdem, ich höre ja auch dies und jenes, nicht? Und das wäre? Nichts Direktes, nichts Bestimmtes. Auch in dem Falle selbstredend ein Missverständnis. Ich habe Frau Post gesagt, wie die Instrumente im Schrank liegen. Ist entscheidend, gewiss. Man muss blind hineingreifen können und hat das Gewünschte in der Hand. Sie sagen es. Ja, so ist es. Aber wenn Frau Post die Schicht nach Ihnen antritt, dann hat sie mit Sicherheit das Falsche in der Hand. Natürlich. Weil ich die Ordnung im Schrank haben will, die ich gewöhnt bin. Es wird sich eine Lösung finden. Ganz einfach sogar. Die jüngere Kollegin gewöhnt sich an meine Ordnung im Schrank. Oder soll ich mich bei der Kollegin Post entschuldigen? Entschuldigen Sie bitte. Ja, ja, so soll ich wohl sagen. Was nehmen wir denn? 2 Bier, ne? 2 Bier. Der Rhinoceros-Schädel passt denn in dieses Gehäuse? Guten Abend, Herr Doktor. Verzeihen Sie, wenn ich Sie erschreckt habe. Oh, ich bitte Sie, ich bin es doch gewohnt, dass sich fremde Leute in meiner Wohnung aufhalten. Nein, nein, ich kann das erklären. Ja, das hoffe ich für Sie, junger Freund. Ich wollte eigentlich nur die Schlüssel zurückgeben, die mir Sabine gegeben hatte. Und was weiter? Naja, hier sind noch ein paar Bücher, die mir gehören. Und da dachte ich, nimmst du einfach mit? Naja, ich hätte ihre Wohnung natürlich nicht alleine betreten dürfen, das ist klar. War nur auch ganz froh, mich nicht anzutreffen. Da brauchen Sie ja mit mir nicht über Sabine zu reden. Herr Dr. Sabine... Lassen Sie es gut sein. 1 und 1 kann ich auch alleine zusammenzählen. Sie sind doch Kfz-Schlosser, Spezialität Wartburg, nicht wahr? Ja. Mein Wagen springt manchmal nicht an, der bräuchte eine kleine Durchsicht. Ja, wenn ich Ihnen helfen kann, Herr Doktor? Ja, das können Sie. Bringen Sie meinen Wagen in Ordnung und ich vergesse, dass Sie hier widerrechtlich eingedrungen sind. Ja, das geht auch in Ordnung, Herr Doktor. Mhm. Das mache ich ganz offiziell über meinen Meister. Ja, machen Sie es nur gut und schnell. Ja, ja. Naja, dann gehe ich jetzt. Wiedersehen. Wiedersehen. Ist das Pferd eigentlich LPG-Mitglied? Im Prinzip ja. Stellt es hier? Ja, dumme Frage, ausgezeichnet.
Wie es dir geht, habe ich dich schon gefragt, ne? Ja, dreimal. Ich habe mitgezählt. Du hast aber nicht geantwortet. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da dahinter steckt. Das Haus abgebrannt oder hat man dir die Lebensversicherung gekündigt? Ich frage dich ganz harmlos, wie es dir geht. Warum fragst du mich denn nicht dasselbe? Ja, warum tust du das denn nicht? Ne? Weil ich die Antwort fürchte. Weißt du aber ganz genau. Oh. Dieser bist du nämlich reingefallen. Das ist etwas sehr Erfreuliches für dich. Da bin ich aber gespannt. Ja? Das kannst du auch. Ja. Könnte ich nämlich einladen. Ja, das ist mir zu wenig. Na, kurz gesagt, zu einer Feier. Na, kurz gesagt, ist mir zu verschwommen. Wann denn? Oh, das weiß ich noch nicht genau. Ja, da würde es passen. Ah, du kommst also. Ja? Das weiß ich noch nicht. Eben hast du doch gesagt, es passt dir. Ja, sicher, aber ich weiß ja noch nicht, um was für eine Art Feier es sich handelt. Naja, der Gedanke stammt ja eigentlich von dir, ne? Dein Einstand? Ja, du sagst es. Aber du tickst wohl nicht richtig. Was hat denn ein einfacher Veterinär in einer Fete von Zahnärzten, von, pardon, Stomatologen zu suchen? Oswald, und wenn ich dich nun ganz herzlich bitte? Dann willst du was von mir. Und das wirst du mir jetzt gefälligst sagen. Zum Blindekuhspielen bin ich nämlich zu alt. Ja, weißt du, es ist so, die Frau Dr. Post, die wird da sein. Wie schön. Grüße von mir. Ja, danke. Die Ruhe und Gemütlichkeit eines schönen Frühstücks. Entschädigt für die Hektik eines ganzen Tages. Richtig, richtig. Haben Sie keine Zeitung da? Aber Doktor, doch nicht beim Essen. Ist Frau Dr. Schwedler hier? Nein, die kommt heute nicht. Das Kind ist krank. Ah, danke schön. Bitte. Ist sie bei Frau Dr. Schwedler? Nein, sie hat die neue. Und dann ist irgendwas los. Herr Dr. Wittkugel, ja? Ob Sie bitte mal kommen könnten. Die Kollegen hätten Sie gern um Rat gefragt. Vielleicht können Sie helfen. Es gibt da gewisse Schwierigkeiten. Ja, na, da muss ich wohl. Häppchen, ich muss leider die Trümmer des Mahles Ihnen überlassen. Sie sehen ja, mit der Ruhe ist es vorbei. Da gehen ja lauter Ärzte rein. Da ist bestimmt was passiert. Da wird einer 32 Zähne im Mund haben. Die habe ich auch. Aber nicht in einer Reihe. Na bitte, von wegen verkracht. Er ist ledig, sie ist ledig. Wenn die nichts miteinander haben, stecke ich mir die nächste Abdruckmasse selber im Mund. Das besagt gar nichts. Sie siezen sich doch. Das soll er bloß tarnen. Warum bekommt die Patientin weiße Kittel an? Das ist doch die Ärztin. Wenn aber auch jede Wurzel wie ein Widerhaken im Kiefer sitzt, mit einer halben Stunde sind Sie bei der Operation noch sehr gut in der Zeit. Na, Herr Kupke? Ja? Bitte, kommen Sie. Herr Kupke, wo kommen Sie denn hin? Ich wurde eben aufgerufen. Ach Quatsch, was haben wir beide denn ausgemacht? Kommen Sie. In der Anmeldung hieß es, ich habe doch meinen SV-Ausweis dort abgegeben. Na, hören Sie mal, Herr Kollege. Häppchen! Ich komme. Besorgen Sie doch bitte Karte und Ausweis von Herrn Kupke. Kommen Sie, Herr Kupke. Na, hören Sie mal, das können Sie mit mir nicht machen. Na, das sehen Sie doch. Na los, Kupke, kommen Sie. Die Anmeldung? Das erledigt Häppchen. Sagen Sie mal, sind in Ihrer Familie schon mal Zähne mit Wurzeln wie Angelhaken vorgekommen? Verstehen Sie? Nicht, dass ich wüsste. Na also. Das ist doch der Gipfel. Wenn auch diese Operation erledigt hat, dann hat er noch lange nicht das Recht. Ich lasse mir das nicht gefallen. Ich brauche die Karte und den SV-Ausweis. Wie war die Nacht? Da waren sie ja nicht die sieben Zwerge verschwunden. Wieso denn das? Das waren doch Bergleute. Heute Nacht müssen die alle bei mir am Oberkiefer rumgehämmert haben. Und überhaupt nicht geschlafen. Haben denn die Tabletten gar nicht geholfen? Doch. Ein bisschen muss ich da noch eingeschlafen sein, so. Ja, ja, um von den sieben Zwergen zu träumen, wa? Darf ich mal? Naja, wir müssen den Abszess spalten. Naja.
Ja, da werden wir die Knappen mal wieder rauslassen, ne? Wäre doch schade um den deutschen Märchenschatz, wenn sie nicht wieder zum Vorschein kämen. So. So. Moment. So. Ja. Ist nur betäubt. So. Jetzt piekt es ein bisschen, aber das ist wirklich nur ein Moment. Das ist schon gut. Naja, da marschieren die kleinen Herren ja schon. Immer nach dem Motto, wer hat an meinen Zähnchen gehämmert? Hä? Ist ja gleich gut, Herr Kupke. Was war denn da los draußen? Das möchte ich jetzt lieber nicht erzählen. Soll das heißen, dass Sie mich im Dunkeln lassen wollen? Dass ich es Ihnen sagen werde, wenn Herr Kupke raus ist. So schlimm also. Mhm. So, nochmal versuchen, ja. Schön. Danke. So. Na sehen Sie, Herr Kupke, die Sache hat Luft und nun sieht die Welt doch gleich wieder etwas besser aus, nicht wahr? Das kann man wohl sagen. Ja. Was machen Sie eigentlich bei der Post? Zurzeit Schalterdienst. Ja, dann lassen Sie von Häppchen mal einen Termin geben. Kommen Sie, Herr Kupke. Der Termin steht drauf, ja? Und zu Hause gründlich spülen, Herr Kupke, ja? Naja, Sie wissen ja Bescheid. Wiedersehen, Herr Kupke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Ich bin ja gleich wieder da. Frau Dr. Post ist wohl... Beim Oberarzt. Ach so, ja, na ja, dann... dann hat sie's ja übrig, ja. Ja? Ich würde sagen, eins rauf mit Mappe. Sie gehen wenigstens rechtzeitig zum Zahnarzt. Ich habe eigentlich keine Schmerzen, aber ich bleibe da immer mit der Zunge hängen. Ach, und plädieren Sie das gerade für Damen, so wichtige Organ? Naja, na, wie ist es? Wollen Sie einen Termin? Ich kann die Kleinigkeit auch sofort erledigen. Na, dann lieber sofort. Ja, gut, dann muss ich etwas bohren. Lokalanästhesie? Nein, es ist doch nicht nötig, es ist ja nur eine Winzigkeit. Spritzen können wir dann immer noch, nicht? Sie sind ja eine mutige Dame. Naja, also, das ist Karies im allerersten Anfangsstadium. Sobald Sie etwas spüren, dann melden Sie sich, ja? Amalgam? Ja, bitte, ja. Jetzt weiß ich auch, woher ich Sie kenne. Oh. Und zwar sehr gut kenne. Nicht lachen, beim Zahnarzt hat man nichts zum Lachen. Ja. Sie sind die reizende Mutter vom reizenden Zubeißer, Udo. Ich darf bitte mal aussprechen. Ja. Na, sehen Sie. War schlimm? Nein, ne? Nicht weiter. Wie geht's denn dem Udo? Gut, er geht jetzt von der Schule aus zur Jugendzahnpflege. Es war gar nicht so einfach, zu Ihnen vorzudringen. Wieso denn das? Die in der Anmeldung wollten mich nicht hierher lassen. Ach so. Ich will zu einem guten Zahnarzt und Dr. Wittkugel ist ein guter Zahnarzt. Ja, jedenfalls habe ich mich durchgesetzt. Naja, das ist ja sehr schmeichelhaft für mich, aber ich garantiere Ihnen, bei jedem anderen Kollegen wären Sie genauso gut behandelt worden. So. Ja. Noch bitte? Hm. Verschwende. Danke. Reicht es? Ja, es reicht. So. Na. Sehen Sie, die ganze Angelegenheit schon erledigt. Mal zubeißen. So, na ja. Und das war's auch schon. Mag ja sein, dass ich bei jedem anderen Kollegen auch so gut behandelt werden würde, aber wozu soll ich ein Risiko eingehen? Bei Ihnen weiß ich ja, woran ich bin. Das kann ich Ihnen schriftlich geben, wenn Sie wollen. Na, ich will nicht, aber wenn Sie es machen, dann, und es gefällt mir, dann hänge ich mir das Ding eingerahmt an den Schreibtisch. Ja? Muss ich nochmal wiederkommen? Nein, das ist nicht nötig. Bitte schön. Dankeschön.
Und grüßen Sie unseren Udo. Das mache ich. Vielen Dank, Herr Doktor. Wiedersehen. Ja, aber es wäre doch wieder mal schön, nicht wahr? Ja, sicher. Aber da du bei mir immer verloren hast, frage ich mich, warum du das gerade heute brauchst. Na, das ist noch nicht raus. Und es gibt keinen anderen Grund. Den du mir also heute Abend erzählen willst. Na gut, um 8 bei mir. Mit dem besonderen Grund. Oswald, es gibt keinen besonderen... Oswald? Na, wie geht's dir denn nun so, hm? Naja, der Oberarzt machte da neulich so zarte Andeutungen, weißt du? Zarte Andeutungen? Ja, er meinte, ich müsste mich wohl bei Frau Dr. Post entschuldigen. Ein vornehmer Charakter. Ach, findest du ja? Ich kann dir das auch ohne Andeutung sagen. Du hast dich ihr gegenüber wie ein ungehobelter Klotz benommen. Und das ist noch zart ausgedrückt. Ach, dann siehst du das also ein. Ich? Was soll ich denn einsehen? Ja, dass du kommen musst. Alleine stehe ich doch so einen Gang nach Canossa nicht durch, Oswald. Im Entschuldigen, dann bin ich doch ein bisschen ungeübt, weißt du? Vielleicht mache ich alles auch bloß noch schlimmer. Aber wenn du mir hilfst... Na gut, ich komme. Danke, Oswald, danke. Bitte, bitte. Ja, wieso denn? Reitest du da nicht mit? Nein, aber beim Reiten kann man gut mit sich selbst zu Rate gehen. Vielleicht hilft das. Danke, Oswald. Du bist wirklich ein richtiger Freund. Und ich frage mich, wer von euch beiden das Ross ist. So, so. Mal zumachen? Hm? Na, ein bisschen näher. Ja, das tut noch weh. Ja. Dann muss ich ihn nochmal rausnehmen. Hm? Müssen wir es nochmal rausnehmen, so. So. Da müssen wir doch noch ein bisschen schleifen. Was? Sie wollen schleifen ohne Betäubung? Ach, das ist doch nur eine Kleinigkeit. Das ist nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm, kommen Sie noch. Und da muss noch ein bisschen was wegnehmen. So. Naja, so ist es schon gut. Es steht übrigens fest, Sabine wird nicht kommen. Ja. Oh, schade. Ja. Die Prüfungen stehen bevor, nicht wahr? Und da. Und da hat sie für ihren Vater nicht einen Tag übrig? Ja, sozusagen, das ist ja so. So, ein Zimmer? Ja, so. Mhm. Sie hängt in zwei Fächern, ja. Vor allem in Anatomie. Ja. Was erschrecken Sie denn? Sie sollen ja nicht seziert werden. Nicht wahr? So, also alles in Ordnung. Ja, jetzt nehmen wir es nochmal raus. Mhm. Setzen das Provisorium ein, dann ist, damit es nicht so zieht. So. Denn das soll ja ein richtiges Schmuckstück werden, nicht wahr? Und Meister Opitz gibt ja dann so erst den richtigen letzten Schliff. So. Herr Opitz ist unser Zahntechniker. So, zumachen, so ist schön. Ja. Aber denken Sie daran, es ist ein Provisorium, nicht? Das ist nur locker drin. So, in einer Viertelstunde rufen wir Sie dann auf. Ja, ja. Dann komme ich also wieder rein. Ja, ganz recht, ganz recht. Häppchen. Ja? Glauben Sie, dass man für alle Leute, die auf dieser Etage arbeiten, für einen Abend in einem Restaurant Plätze bekommt? Wann? Ja, vielleicht am Sonnabend. Och, wir sind eine Weltstadt, da ist alles voll, ist ausgeschlossen. Ja, das habe ich mir doch schon gesagt. Hallo. Na, Wunder über Wunder, der Meister des Labors besucht den Folterstuhl. Guten Tag. Guten Tag. Tut es irgendwo weh? Nein. Es handelt sich um eine Betriebsbesichtigung und bei der Gelegenheit wollte ich... Guten Tag, Fräulein Holter. Da haben Sie es aber gut getroffen. Eine Praktikantin, Herr Doktor. Oh, man kennt sich also schon. Lieber Opitz, soll diese Vorstellung bedeuten, dass Sie meine Arbeiten wiederum von einer Praktikantin ausführen lassen wollen? Mit Sicherheit. Und ich wollte es Ihnen diesmal vorher sagen. Fräulein Holter, hier beweist sich, wie wir gearbeitet haben. Das ist übrigens der erfahrene Stomatologe Dr. Wittkugel und das... Ach, pardon. Hartmeier. Na, nun ist ja genug Honig verteilt. Machen Sie nur alles so, wie Herr Opitz es lehrt, und dann werden wir auch schon im Frieden auskommen. Wie sind Sie denn untergebracht? Gut, im Internat. Ach, das ist die anderen. Na ja, dann wollen wir mal wieder. Ach, wie war denn die Krone? Na, wie immer. Ausgezeichnet. Ach, Herr Opitz, darf ich Sie bitten, die Krone gleich mitzunehmen? Aber gerne. Vielen Dank. Herr Opitz, darf ich Sie für Sonnabend zu einer kleinen Einstandsfeier einladen? Sonnabend? Mhm. Ja? Ja, gern. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen.
Will Opitz also wieder meine Arbeiten von einer Praktikantin ausführen lassen wollen? Am besten, das wir machen jetzt weiter. Frau Opitz zur Bisskontrolle. Ja. Die Viertelstunde muss da schon um sein. Die ist schon um. Dann geh doch rein. Sie haben gesagt, Sie rufen auf. Du, ich halte es aber nicht mehr aus. Wieso? Die Krone habe ich doch. Ich wollte es dir aber nicht vor dem Zahnarztbesuch sagen. Warum nicht? Dann denkst du dein ganzes Leben lang an Zahnarzt, wenn ich dir es jetzt sage. Ja, was denn? Was hast du denn? Hab was verschluckt. Meine Krone. Krone? Ich sterbe. Unterstehen, ich brauchte meine Krone. Hast du sie wirklich verschluckt? Ich glaube. Vielleicht ist sie nur runtergefallen. Kommen Sie bitte. Ja, gleich. Das heißt, ich habe... Na, geh doch. Ich müsste Ihnen was sagen. Ja, später. Naja, es ist... Ich etwas ungewohnte Mundigkeit. So. Nein, ich wollte... Dann aufmachen, bitte. Ja. Na nun, wo haben Sie denn das Schmuckstück gelassen? Auf dem Gang. Was machst du draußen auf dem Gang? Reinholen. Elfie, kommst du mal bitte? Ach, das ist Ihr Schmuckstück. Das ist ja ganz reizend. Tja, wo haben Sie denn die Krone? Na, die hat doch Elfie verschluckt. Na, warum haben Sie sie nicht selber verschluckt? Das hätte auch passieren können. Wieso? Na, er hat sich so gefreut und da habe ich sie verschluckt. Na, ist ja logisch, ja. Wobei denn verschluckt? Na, ach so, ja, danke, das reicht. Ist es denn nun sehr schlimm? Na, selbstverständlich. Ein Vergnügen am unrechten Ort hat seinen Preis. Bitte. Häppchen? Na, dann kommen Sie mal. Aufmachen. Würden Sie denn empfehlen, was man so zu einer Einstandsfeier anbieten könnte? Na, Wein und Sekt. Aha. Und eine schöne Bowle. Und was Feines zum Knappern. Ja. Und vom Blech eine Pizza mit Pilzen zum Beispiel. Ah, ja, das ist gut. Ich denke, Sabine kommt nicht nach Hause. Nein, sie hat so eine Art Prüfung. Na, dann können Sie es ja gar nicht bei sich machen. Nein, Häppchen, sagen Sie mal, wie gefällt Ihnen denn eigentlich Ihre Wohnung? Ja, ausgezeichnet. Warum fragen Sie? Doktor, Sie wollen doch nicht etwa Ihre Einstandsfeier in meiner Wohnung machen. Und Sie wollen wirklich in Ihre Einzelpraxis zurück? Gewiss. Zum Wohl. Haben Sie noch nicht mal daran gedacht, ganz bei uns zu bleiben? Für die Klinik wären Sie eine echte Bereicherung. Übernehmen Sie sich nicht, Herr Kollege. Ihre fachliche Qualifikation? Danke. Danke. Bei den Patienten sind Sie beliebt? Frage. Mies natürlich. Natürlich. Hast du schon mal ein Rennpferd vor einen Ackerwagen gespannt? Du bist also das Rennpferd. Und das Ärztekollektiv ist der Ackerwagen.
Ich habe ja nur nach einem Bild aus deiner Lebenssphäre gesucht, nicht wahr? Um auszudrücken, dass du dich in kein Kollektiv einfügen kannst? Nicht nötig. Ich kenne dich schließlich, mein Lieber. Ja. Besser als du dich selbst. Ja, ja. Natürlich. Jetzt wirst du gleich wieder anfangen. Mein alter Freund Alexander, der unverbesserliche Individualist und Choleriker. Streithammel und Egozentriker, ne? Du solltest besser auf deine Dame aufpassen. Es könnte nämlich durchaus sein, es kommt ein anderer und vereinnahmt sie. Ach, du sprichst von meinem guten Häppchen? Moment. So einen Ausspruch muss man bei dir sofort schriftlich festhalten. Später wirst du nämlich behaupten, so etwas nie gesagt zu haben. Soll das etwa heißen, dass ich jemals mein Wort nicht gehalten habe? Fortwährend. Ach, tatsächlich. Unterschreiben. Ach, Quatsch. Jetzt bloß wieder vom Spiel ablenken. Ich habe übrigens nicht Häppchen gemeint, sondern die Dame auf dem Brett. Die steht nämlich im Gardet. Ach nee, Na deine ja auch. Wieso? Ja, es geht wohl auf einen Abtausch raus, nicht wahr? Übrigens, warum wollen wir die Dame nicht überhaupt aus dem Verkehr ziehen? Ne? Tja, was nun, Oswald? Prost. Das ist doch nicht zu sagen. Wieder mal ein Griff in deine unerschöpfliche Trickkiste. Gardi. Kannst du nicht einmal großmütig sein, ne? Warum? Na, etwas Nachsicht mit dem Schwächeren, das stünde dir ja gut zu Gesicht. Wenn du dir einige Mühe gibst, kann es doch gar nicht so schwer sein. Wie heißt es so schön? Ein gutes Kollektiv ist eine nachsichtige Mutter. Nachsicht? Was soll denn das nun wieder? Ich mache meine Arbeit und die gut, also. Es ist kaum zu verstehen, dass Häppchen wieder mit dir arbeitet. Was gibt's denn da nicht zu verstehen? Ich brauche Häppchen. Und Häppchen braucht mich. Das ist alles. Über Häppchen brauchen wir also deiner Meinung nach nicht zu reden. So ist es. Und noch nicht über Dr. Post. Gabi. So leicht wirst du mich nicht außer Gefecht setzen. Natürlich musst du mit deiner Kollegin ins Reine kommen. Es war ein reines Missverständnis. Und Dr. Post hat bestimmt eingesehen, dass ich recht hatte. Du hast sie regelrecht rausgeschmissen. Ach, das war doch nicht heute. Sie hätte dich dafür vor die Konfliktkommission bringen können. Sehr großzügig von deiner Kollegin, dass sie das nicht getan hat. Du meinst also, ich muss mich entschuldigen? Das musst du. Naja, da gibt's ja noch ein paar Unstimmigkeiten mit den Kollegen. Auch noch? Ja, nichts Ernstes natürlich. Eben nur so ein, naja, Missverständnisse, wie es eben unter Kollegen vorkommt. Ich finde, du bist durchaus nicht gesetzlich verpflichtet, dich mit allen Kollegen anzulegen. Schach. Und mal. Ja, unumstößlich. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, du würdest mir einen Rat geben. Wieso? Na, wie ich diese Unstimmigkeiten aus der Welt schaffen könnte. Aha. Nicht so brutal direkt, verstehst du, sondern mehr so en passant, weißt du. En passant? Ja. Du musst doch sowieso noch deinen Anstand in der Poliklinik geben. Gib deinen Leuten eine kleine Feier. Dann merkt keiner, dass du um Gutwetter bitten willst. Hm? Donnerwetter, Oswald. Du hast gewonnen. Tja. Ich meine natürlich die Partie. Ja, die auch. Schön, dich zum Freund zu haben, Oswald. Auf dein Wohl. Und auf Sabine. Wo willst du denn hin? Die Platte rumdrehen. Ach, lass doch die Platte.
Lass das, Jürgen, bitte. Warum denn? Mir ist nicht so. Was ist denn bloß los mit dir? Ach, nichts. Gar nichts. Tja. Frauen, die so sprunghaft sind, die kriegen ein Kind. So? Ist es etwa so? Geht es dich etwas an? Du, das will ich doch schwer hoffen. Warum bist du einfach aufgetaucht? Unangemeldet. Ich dachte, dass es dich freut. Ich liebe es nun mal, nicht kontrolliert zu werden. Ich bin mein Leben lang kontrolliert worden. Eigentlich bin ich nur gekommen, um dich nach Hause zu holen. Ja, du, ich hätte dich gar nicht erst gehen lassen dürfen. Deine Anstrengungen, mich zu halten, waren ziemlich dürftig. Sowieso für deine Wirtin. Hallo? Bei Vergi? Ach, du bist es. Ja, danke, ganz gut. Ich habe lange nicht geschrieben. Ich hatte keine Zeit. Ich hab doch Zwischenprüfungen. Ich muss noch furchtbar ackern. Du hast wohl Besuch, nicht wahr? Na, da habe ich ja richtig vermutet. Das ist ja eine merkwürdige Zwischenprüfung, die du da machst. Wer es ist, das darf ich wohl nicht fragen, nicht? Dann, gut, ich frage ja auch. Ich frage ja auch gar nicht. Eine Einstandsparty? Sabine, ich kann doch nicht einfach eine Kekschachtel hinstellen und eine Kanne Tee. Ob das nötig ist oder nicht. Ich habe meine Gründe dafür. Ja, natürlich habe ich Häppchen. Gott sei Dank. Naja, ich merke schon, dass ich mit meiner Tochter nicht rechnen kann. Ja. Ja, tschüss. Und halt die Ohren steif. Warum hast du deinem Vater nicht gesagt, dass ich hier bin? Warum bist denn du schon angezogen? Naja, wenn ich jetzt losgehe, da kriege ich einen Zug früher. Nun sei doch nicht sauer. Du, sauer ist nicht der richtige Ausdruck. Ich bin enttäuscht. Du willst wirklich fahren? Ja. Warte noch einen Moment. Ich bring dich wenigstens zum Bahnhof. Du, das ist nicht nötig. Naja, von mir aus, wenn du unbedingt willst. Ich will.